vielen Dank für die Einladung. Es tut mir leid, dass ich nicht die ganze Zeit bei der Konferenz teilnehmen kann. Das hat mit Kinderbetreuungsaufgaben zu tun. Ihr seht auch, dass ich den Titel etwas geändert habe und das ist im Prinzip dann auch der rote Faden des Vortrags, also dass der Begriff der strategischen Autonomie abzusetzen wäre von einem Begriff europäischer Unabhängigkeit. Und ihr werdet sehen, warum das der Fall ist. Bei Menschen von Attac muss man nicht erklären, dass es in der Linken und in der kritischen Wissenschaft tendenziell eine Tendenz gibt oder immer mal wieder eine Tendenz gab, den Herrschenden zu erklären, wie sie besser herrschen können. Also dass man die besseren Praxen, die besseren Wirtschaftspolitiken, Außenpolitiken, Sozialpolitiken anzubieten habe. Auch das soll in diesem Vortrag problematisiert werden, wenn es um die Frage geht, ist es eigentlich im Interesse Europas in so einem engen Schulterschluss jetzt auch im Beispiel des Ukraine-Kriegs und in Bezug auf China zu agieren. Meine zentrale These am Anfang ist die, dass der Ukraine-Krieg ein Katalysator einer neuen Weltordnung ist, auch einer neuen Weltwirtschaftsordnung, und dass er nicht zu begreifen ist ohne den USA-China-Konflikt. Also es handelt sich um einen völkerrechtswidrigen Invasionskrieg, aber eben auch einen Stellvertreterkrieg, der jetzt in eine Phase des Stellungs- und Abnutzungskriegs übergegangen ist. Und die Bedeutung als Stellvertreterkrieg wirft natürlich die Frage auf, mit welchen Interessen da agiert wird. Eine zentrale These ist, es ist mit handfesten Interessen hat es zu tun, und der Ukraine-Krieg wirkt eben als ein Katalysator einer neuen Blockkonfrontation vor dem Hintergrund des USA-China-Konflikts. Kurz umrissen, worum geht es beim USA-China-Konflikt? Also es ist der relative Abstieg einer alten Hegemonialmacht der USA, die nach 1945 zunächst in der Grand Area des Westens den Kapitalismus restabilisierten unter amerikanischer Hegemonie und dann nach 1991 globalisierten. Und der Aufstieg von China als Hochtechnologierivalen, der also lange schon nach dem WTO-Beitritt 2001 sich von der verlängerten Werkbank zum Hochtechnologierivalen entwickelt hat, von den Bereichen künstliche Intelligenz, fünfte, sechste Mobilfunkgeneration, Elektromobilität und grüne Technologien, also Windkraftanlagen, Solaranlagen, auch Hochgeschwindigkeitszüge, in all diesen Bereichen dem Westen ebenbürtig ist, wenn nicht gar längst Weltmarktführer und überlegen. Und das stellt für die USA natürlich eine Herausforderung dar oder für die Weltordnung, die nach 1945 von den USA geschaffen worden ist. Im Realismusparadigma, also im eher konservativen außenpolitischen Establishment, spricht man vor dem Hintergrund des Abstiegs einer alten Hegemonialmacht und des Aufstiegs einer potenziell neuen von der Thukydides-Falle. Das C könnt ihr euch dazu denken. Es ist ein Buch, das ihr wahrscheinlich kennt, oder die These von Graham T. Allison, dass eben dieser Abstieg und Aufstieg historisch in der Moderne im Regelfall mit Krieg einherging. Also Allison listet 16 Konflikte auf, 12 von denen wurden kriegerisch ausgetragen, letztlich weltkriegerisch im Kontext dann der bis dahin bekannten Welt. Allisons These ist eben deswegen Thukydides, weil es auf die Schrift des Peloponnesischen Krieges abhebt und den Konflikt zwischen Athen und Sparta. Die kritische Sozialwissenschaft, die Weltsystemtheorie, spricht nicht von der Thukydides-Falle, sondern vom systemischen Chaos, also die Annahme, dass solche historischen Epochen letztlich zu Chaos in der Weltordnung führen, und kommt da dann zu ähnlichen Schlussfolgerungen, was eben die konflikthafte oder militärische Zuspitzung solcher Rivalitäten anbelangt. Fest steht, dass China für die USA eine historisch vorbildlose Herausforderung ist. Es gibt dafür keinen Präzedenzfall. Das hat zu tun einerseits mit den Machtressourcen. Also die USA müssten China im Grunde in eine nach US-amerikanischen oder kapitalistischen Zentrumsspielregeln funktionierende Weltordnung integrieren, nach dem Vorbild von Westdeutschland, Japan oder Südkorea nach 1945. Das taten sie allerdings auf der Höhe ihrer Machtressourcen, ökonomisch, politisch, militärisch, finanziell, kulturell, ideologisch.
Heute ist längst China die größte Wirtschaftsnation der Welt, wenn auch noch nicht im Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt oder nach Kaufkraftparität. Aber das macht China eben zu einer besonderen Herausforderung, also dass die Machtressourcen der USA gesunken sind. Hinzu kommt, dass China souverän ist, also sowohl ökonomisch. Ich bin vor anderthalb Monaten aus China zurückgekehrt, da konnte man das nochmal beim Besuch verschiedenster Fabriken sehen. Also wie stark mittlerweile die Produktionsketten integriert sind, von den Rohstoffen bis zum Endprodukt. Wir waren in einer Solaranlagenfabrik, da lag das bei 93% integrierte Produktionsketten in China. Das heißt also eine ökonomische Souveränität und eben auch politische Souveränität. Also während Japan, Korea und Westdeutschland von den USA militärisch besiegt und besetzt worden waren, ist China eben ein souveränes Land und sieht sich auch selbst im Prozess einer Wiedergeburt nach 200 Jahren Peripherisierung durch den westlichen Kolonialimperialismus, dass es wieder zurückkehrt zu dem davor geltenden Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt, der damals, also bis ins 18. Jahrhundert bei 30% lag. Hat auch die kulturellen und zivilisatorischen Ressourcen für einen solchen Wiederaufstieg, weil es eben vom Kolonialismus nicht in einer Weise zersetzt worden ist, wie das für Brasilien oder andere BRICS-Staaten gilt. Also es gibt keine Mestizen, keine ausgerotteten Indigenen, es gibt nicht den Verlust der Sprache, obwohl es all diese Tendenzen natürlich auch in Bezug auf China gegeben hat. Es gab also den Moment, wo sie beinahe das Schriftzeichensystem aufgegeben hatten, aber de facto ist es eben in dieser Weise, bringt es die zivilisatorischen Ressourcen mit, ein souveräner Staat oder eine souveräne Supermacht zu werden. Und dann ist natürlich auch vorbildlos, dass China eben bedeutend größer ist, also was die Bevölkerung anbelangt, verglichen jetzt mit Westdeutschland, Japan und Südkorea. Das heißt also eine historische Herausforderung für die USA, auf die die USA sehr schnell reagiert haben. Also man kann sich fragen, ab wann sind sie sich eigentlich der Bedrohung durch China bewusst geworden? Das hat eigentlich schon mit der Bush-Administration angefangen, also wo die Bemühungen 2004 angestrebt wurden, eine kleine NATO gegen China zu gründen. Und auch die Achse des Bösen lässt sich mit der Bedeutung Nordkoreas auch als ein Mittel sehen, sich als Ordnungsmacht im südchinesischen Meer zu etablieren. Spätestens mit Obama wird es dann ganz offen. Also Obama erklärte 2011 den Schwenk nach Asien. Seither gibt es ein aktives Anstreben einer transatlantischen Arbeitsteilung. Und das ist auch der entscheidende Grund, warum ich schwer davon abrate, den Begriff strategische Autonomie Europas positiv zu wenden oder zu glauben, man könnte das von links wenden. Ich hatte das zwischenzeitlich auch angenommen, auch in meinen Diskussionen mit Offizieren der Führungsakademie der Bundeswehr, weil das sehr gut bei denen ankommt, wenn man dann sozusagen transatlantische Abhängigkeiten anspricht. Aber tatsächlich war diese strategische Autonomie, die hier kommuniziert wurde als eine zunehmende Unabhängigkeit von den USA, vor allem auch nach Brexit, und nach Trump, also das war ja im Prinzip ein Doppelmoment. Einerseits fiel Großbritannien als Bremser einer europäischen Militärpolitik aus. Großbritannien ging ja auch die einheitliche europäische Akte zurück oder das Einstimmigkeitsprinzip in der einheitlichen europäischen Akte, weil sie Angst hatten vor der Regulierung der britischen Finanzmärkte. Und eben Trump, der den Bündnisfallverpflichtungen gemäß NATO-Vertrag Artikel 4 in Frage gestellt hatte, wenn die Europäer nicht aufrüsten müssten. Von daher wurde das als eine Unabhängigkeit von den USA dargestellt. De facto war es aber das Durchstellen von amerikanischen Forderungen nach einer transatlantischen Arbeitsteilung, das 2%-Ziel zu erfüllen, um den USA den Rücken frei zu halten für ihren Schwenk nach Asien. Also die neue Verantwortung, die wir ja schon seit 2013, 2014 als eine gewichtige ideologische Marke, sozusagen, man konnte ja nicht den Deutschlandfunk anschalten und die Münchner Sicherheitskonferenz sich angucken oder die ARD-Tagesthemen, ohne bombardiert zu werden mit der Aufforderung, jetzt Europa müsse mehr Verantwortung übernehmen, was bedeutet mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr und so weiter und so fort. All das ist in meinen Augen letzten Endes ein Durchstellen von amerikanischer Forderungen gewesen.
selbst wenn das innerhalb der EU von Teilen der EU-Eliten auch als Möglichkeit gesehen wurde, ihre Position innerhalb des Imperiums zu verbessern und sozusagen auch potenziell in der Lage zu sein, unabhängig von den USA eine global geopolitische Rolle zu spielen, wie sie es dann ja auch offen formuliert wurden, ist in der Studie Neue Macht, neue Verantwortung, die dann die Grundlage für einen Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2013 ja auch bildete. Die Herausforderung China für die USA ist deswegen so entscheidend, weil bisher alle Containment, also Eindämmungsstrategien gegen China gescheitert sind. Also Bush, kann man kurz sagen, hat in meinen Augen überspitzt formuliert versucht, die globalen Erdölressourcen zu kontrollieren gegen den Industrialisierungsressourcenhunger des ressourcenarmen Chinas. Das scheiterte im Irak und der Zerstörung der Region und Destabilisierung der Region. Obama setzte dann viel stärker auf alte Konzepte der Seeherrschaft, der Seewegskontrolle. Alfred Thayer Mahon, Henry Bauman und all diese Theoretiker, die China letzten Endes drohten, dann die wirtschaftliche Entwicklung abzuwürgen durch, also im Wissen, dass China so abhängig gewesen ist von den Seewegen, also vor allem vom Südchinesischen Meer, der Straße von Malakka. Das scheiterte, weil China da adäquat drauf reagierte, nämlich einerseits mit der 2012 beschlossenen binnenwirtschaftlichen Orientierung auf dem 18. Parteitag der KP, dann aber vor allem auch der neuen Seidenstraße, die Handelswege stark auf die eurasische Landmasse verlagerte und schließlich mit dem pakistanisch-chinesischen Wirtschaftskorridor, der China einen direkten Zugang zum Indischen Ozean verschafft hat, mit erheblichen Kosten. Es kommt immer wieder zu Massakern an chinesischen Ingenieuren, aber das wurde 2015 etabliert und hat im Grunde die Unabhängigkeit Chinas von der Möglichkeit der Seewegsblockade durch die USA untermauert. Trump ist dann eben auf den Wirtschaftskrieg übergegangen, also der Versuch, China von Mikrochips abzukoppeln, die es noch nicht selber herstellen kann. Da spielen ja TSMC und Intel die größte Rolle. TSMC als der Quasi-Monopolist aufgrund der Kapitalintensität. Und Biden amalgamiert letzten Endes jetzt die Seewegskontrolle, militärische Einkreisungspolitik mit der Wirtschaftskriegspolitik von Donald Trump. Also nochmal eine erhebliche Zuspitzung. Der Grund, warum die Nervosität so groß ist, ist in meinen Augen, dass die Exit-Strategien aus der globalen Finanzkrise, die also die USA und die Europäische Union wählten, der chinesischen Exit-Strategie unterlegen gewesen sind. Also es hat sich eben gezeigt, dass die Austerität und vor allem dann die Politik der inneren Abwertung von Kosten und Löhnen in der Europäischen Union, Stichwort Schredderung oder das Schreddern von Flächentarifvertragssystemen, in Südeuropa von Mindestlöhnen, Renten, öffentlichen Ausgaben, also Austerität, dass sich das als unterlegen erwiesen hat, verglichen mit der staatsgelenkten, stark staatsinterventionistischen Wirtschaft Chinas. Bei Trump hieß das dann schon, man müsse China von seinen illegalen Regierungssubventionen abbringen. Das war Teil der jährlich erneuerten Handelsagenda der USA und daran hat sich nichts geändert und das hat eben mit der Hyperwettbewerbsfähigkeit Chinas zu tun. Wir sprechen gleich auch noch über den europäischen Protektionismus in dieser Frage, der auch politisch praktisch durchaus komplexe Fragestellungen für die Linke mit sich bringt, beispielsweise wenn es um Strafzölle für E-Autos aus China, was das anbelangt. Ich habe 2020 eine Studie geschrieben, die hieß Der kommende Krieg über den USA-China-Konflikt und seine industrie- und klimapolitischen Konsequenzen. Und da war meine zentrale These, dass der Westen vor dem Scheideweg oder an einem Scheideweg stand, ob er Chinas überlegene Strategie nachahmt, also China mit eigenen Mitteln schlägt oder alle militärischen und nicht militärischen Mittel einsetzt, um China von seinem starken Staatsinterventionismus abzubringen. Und ich sagte eben, also Bidenomics plus die beiden Doktrinen sind im Prinzip eine Kombination von verschiedenen Ansatzpunkten. Also einerseits der Wirtschaftskrieg, der Versuch, China abzukoppeln von Mikrochips, dann die militärische Einkreisung, aber auch eben die Nachahmung der chinesischen Industriepolitik, also mit einer viel aktiveren Industriepolitik, die eben in den beiden Gesetzeswerken Inflation Reduction Act und dem Chips and Science Act niedergelegt sind.
Und das sei nur nebenbei gesagt, also es gibt sicherlich ein extremes Eskalationspotenzial, was den Ukraine-Krieg anbelangt, einfach vor dem Hintergrund der Tatsache, oder nicht so sehr, weil die Frage ist, wie würde Russland reagieren auf eine zunehmend aktivere Kriegsbeteiligung des Westens, welche Waffen würde Russland mit seiner Eskalationsdominanz noch einsetzen, sondern schlicht und ergreifend die numerische Überlegenheit Russlands, die bedeutet, dass egal wie viele Waffensysteme man sendet, letzten Endes der Ukraine die Soldaten ausgehen, um diesen Krieg aufrechtzuerhalten. Also ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber das durchschnittliche Rekrutenalter in der Ukraine ist im Moment 43. Und das erklärt auch ein bisschen so die Spannung innerhalb des ukrainischen Staatsapparats, gerade wie man diesen Krieg noch fortsetzen möchte. Und trotzdem bin ich der Auffassung, dass die Gefahr eines Schlafwandelns oder Schlitterns oder offenen oder Gehens mit offenen Augen, wie Guterres es genannt hat, in einen dritten Weltkrieg im südchinesischen Meer sehr viel größer ist, als es in der Ukraine ist. Ist, weil es dort eben eine erhebliche Zuspitzung gibt, die geht von den USA aus. Also es gibt von der US-Administration eine dreifache Infragestellung der Ein-China-Politik, die bis hierhin von den USA und auch den europäischen NATO-Staaten geteilt worden ist. Also man erkennt Taiwan nicht als völkerrechtlich an, sondern erkennt Chinas Anspruch auf eine Wiedervereinigung Taiwans mit Festland China letztlich an. Wir alle kennen die Hallstein-Doktrin, das ist im Prinzip ja ein Wiedergänger davon. Und die ist durch Biden dreifach in Frage gestellt worden. Also erstens mit der Aussage, wiederholten Aussage, dass man Taiwan militärisch mit eigenen Truppen verteidigen würde. Das ist das Gegenteil von dem, was zur Ukraine gesagt wurde. Da sagte man, man würde Geld schicken und Waffen, aber keine eigenen Truppen. Was Taiwan anbelangt, sagt man offen, rudert dann zurück, aber sagt immer wieder offen, man würde das auch mit eigenen Truppen verteidigen. Dann der Pelosi-Besuch, also der drittmächtigsten Politikerin in den USA in Taipei. Und schließlich Anfang November der qualitative Sprung, dass die USA mittlerweile direkt Taipei mit Waffen finanzieren, und zwar nicht über Kredite, sondern über den Mechanismus der Foreign Military Finance. Das ist etwas, wo im Prinzip der US-Steuerzahler direkt Waffen liefert an ausländische Regierungen. Und hier geht es eben um eine Regierung, die USA völkerrechtlich eigentlich nicht mal anerkennen. Auch das ist ein qualitativer Sprung. Das hat sorgt und verstärkt chinesische Nervositäten, die seit dem arabischen Frühling eigentlich existieren und eine Tendenz zur Versicherheitlichung, also auch nationalistische Tendenzen innerhalb von Chinas, die das Ganze zu einem Pulverfass machen. Die Grundkonstellation ist aber dennoch, dass die US-Hegemonie und die Verteidigung eines Konfliktes bedarf und der chinesische Aufstieg eigentlich einer friedlichen Weltordnung und multilateralen Weltordnung. Das ist auch Teil der Thukydides-Falle. Also Sparta hat irgendwann gemerkt, wenn die Ordnung weiter friedlich so sich fortentwickelt, dann ist der Aufstieg Athens nicht zu verhindern. Und deswegen eben die Notwendigkeit, militärisch zu intervenieren. Die Frage ist natürlich, was Europa bedarf und wer eigentlich dieses Europa ist. Das offizielle Kriegsziel der USA ist ja die dauerhafte Schwächung Russlands. In meinen Augen ist aber eben ein inoffizielles Kriegsziel, der Krieg letztlich als eine glückliche Fundsache für die USA, die Herstellung und Herbeiführung einer transatlantischen Arbeitsteilung und letzten Endes einer neuen Blockkonfrontation, die sich dann ideologisch im neuen Kalten Krieg des Demokratien versus Autokratien abspielt. Und die USA sind mit dem Ziel einer transatlantischen Arbeitsteilung sehr weit gekommen. Es gibt einen neuen asymmetrischen Transatlantizismus, der hängt mit einer vierfachen Abhängigkeit der EU und Deutschlands im Besonderen von den USA zusammen. Das ist einmal energiepolitisch klar, wenn man sozusagen, also die Russland-Sanktionen und wenn man sich abkoppelt von russischen Energielieferungen und das verlagert auf Energielieferungen, die zu 80% LNG-Terminals in Europa aus den USA stammen, verlagert man natürlich die Abhängigkeit in die USA. Es hat, da das Fracking-Gas aus den USA erheblich teurer ist, dann auch wirtschaftspolitische Konsequenzen im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit. In Deutschland ist jetzt der Industriestrompreis ja dreimal so hoch wie in den USA und siebenmal so hoch wie in China. Und es hat aber auch, wenn die Hinsteuerung auf eine neue Blockkonfrontation stattfindet in Bezug auf China, auch Konsequenzen, weil die Abhängigkeit vom US-Binnenmarkt sich für Deutschland natürlich erheblich erhöht. Die USA haben ihren Binnenmarkt immer
als Machthebel eingesetzt, um sich verbesserte Handelsbeziehungen und Patentrecht, Anerkennung und so weiter zu erzwingen. Also das war bei Reagan so, das war bei Trump so und das verstärkt sich jetzt eben durch diese wirtschaftspolitische Abhängigkeit. Wenn es eine neue Blockkonfrontation gibt, ist natürlich die Macht, die bedeutendste Macht, die über 800 Militärbasen in der Welt verfügt und über die 5 größten Rüstungskonzerne der Welt. Und die Aufrüstung, die jetzt stattfindet, ist in großen Teilen nicht nur ein Konjunkturprogramm rüstungskeynesianisch für die USA, sondern eben auch wird die Auseinanderentwicklung in der Hochtechnologie und die Abhängigkeit von den USA in der Hochtechnologie nochmal verstärken. Stichwort Dual Use von Rüstungsforschung, also ne, die Innovation im Kapitalismus, die eben mit Rüstungsproduktion zusammenhängt. Und daraus ergibt sich eine Abhängigkeit, die man vielleicht mit Habeck, der das realistisch einschätzt, umschreiben könnte, dass man nicht mehr Partner in Leadership ist, sondern eben eine dienende, aber man möchte noch eine Führungsrolle einnehmen im Verhältnis zu den USA. Es ist nicht so, dass die EU nichts macht. Sie versucht auch, also wie die Amerikaner sagen, to have the cake and eat it too. Also sie haben China ja auch gleichzeitig immer noch als Partner bezeichnet, vor allem wenn es um Handel geht, aber auch in Klimapolitik und wirtschaftlich als Konkurrent und systemischer Rivale. Die deutsche Sicherheitsstrategie und das Addendum zur China-Strategie vom Juni-Juli 2023 ist damit weitgehend identisch. Wir haben da im Prinzip drei Aspekte. Das eine ist die industriepolitische Nachahmung. Ihr seht die Beispiele dafür. Dann eben Protektionismus gegen die chinesische Hyperwettbewerbsfähigkeit. Wir sehen das in der neuen Diskussion um Solarmodule, wo es darum geht, die Strafzölle, die es schon von 13 bis 18 gab, wieder aufzunehmen. Stahl und die Diskussion jetzt um Strafzölle auf chinesische E-Autos, die und dann eben das Hinorientieren auf eine geoökonomische Autarkie, also das De-Risking, was durch den Ukraine-Krieg nochmal Tendenzen verstärkt, die seit der Corona-Pandemie ja vorhanden sind. Die Frage ist natürlich, wie China darauf reagiert. In China diskutiert man das so, dass man für De-Risking Verständnis hat, aber dass man befürchtet, dass daraus ein Decoupling im Interesse der USA wird. Und China kann reagieren, also es gibt jetzt Ausfuhrgenehmigungen für seltene Erden. Es gibt die Frage, inwiefern der Westen auch die eigenen Regeln bricht und illegal Staats-, also die marktliberalen, neoliberalen Regeln, beispielsweise bei den EU-Agrarsubventionen. Also ihr habt sicherlich gestern ja schon intensiver die Frage diskutiert, ob das ein Ende des Neoliberalismus, ob das Prozesse der Deglobalisierung sind und inwiefern es da zwischen imperialistische Rivalitäten geben wird, zwischen auch der EU und China. Tatsache ist, wie Birgit Mahnkopf, ich komme jetzt zum Schluss, ja sehr gut dargelegt hat, ist, dass die Behauptung, man möchte die Wirtschaft elektrifizieren, im Widerspruch steht zu der Konfrontationspolitik gegen China, weil es eben die extreme Abhängigkeit Europas gibt, also von den Rohstoffen von Lithium und Silizium bis zum Speichermedium und von daher eigentlich Europa auf eine multilaterale Kooperation angewiesen ist. Ich hätte dann noch ein paar Thesen zur Erklärung, warum die EU so stark im Schulterschluss mit den USA agiert. Ich glaube, dass es neben dem, was man so politisch vermuten könnte, eben auch starke ökonomische Gründe gibt. Also das ist die Kapitalverflechtung zwischen den USA und Europa und die Bedeutung, die eben der US-Staat für die Interessen der transnationalen Konzerne aus Europa spielt. Und dann auch noch ein weiterer Faktor, dass eben die transnationalen Konzerne sich indigenisieren in China und Amerika, also dass sie reagieren auf jetzt die wirtschaftsnationalistische Politik und die Blockkonfrontation, indem sie eben amerikanische oder chinesische Konzerne werden. Also wir können das bei China beobachten und damit schließe ich, dass eben die 8 größten transnationalen Konzerne aus Deutschland ihren Anteil der Auslandsdirektinvestitionen in China massiv erhöht haben zulasten der nur halb transnationalisierten Konzerne aus Europa, also jetzt ne, BMW und Siemens und so weiter und so fort. Und das Gleiche passiert mit den USA, dass sie eben quasi per Hammelsprung durch Kapitalverlagerung in die USA versuchen, dann eben vom Inflation Reduction Act genauso zu profitieren wie US-amerikanische Konzerne, weil nach wie vor ja immer noch die Gleichbehandlungsklausel der WTO gilt für inländisches und ausländisches Kapital. Und das erklärt vielleicht auch, warum es so wenig Widerstand seitens des BDI und der Arbeitgeberverbände gibt gegen die doch sehr im engen Schulterschluss mit den USA agierende Außenpolitik der europäischen Staaten. Vielen Dank.